Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Weinbaufreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Terroir. Ja, lange gab's nichts von dem Spiel zu sehen bei mir, weil ich ein bisschen Urlaub gemacht habe. Manche haben das nicht so mitgekriegt, da gab es nur ein Video am Tag und nur das, was ich auf Vorrat hatte. Und das war einfach der Grund, warum ich jetzt auch lange nicht hierzu kam. So, wir brauchen Geld und zwar ganz dringend ganz viel. Hört sich total bescheuert an, wenn ich das sage. Meine ich aber ernst. So, wir können die anderen jetzt komplett verärgern, indem wir in der Mitte dem unseren kompletten Wein geben. Scheiß drauf. Wir verärgern sie komplett. Ist mir egal. Die haben immer noch unseren alten Rotzwein auf Lager, haben einfach keinen Platz. Und deshalb kann ich denen einfach den Wein nicht liefern, den ich loswerden will. Und ich brauche Geld, deshalb muss ich den Wein verkaufen. Ich habe keine andere Chance. So, dann haben wir hier die ganz tolle Option, Wein zu verkaufen. Ach wisst ihr, da warten wir, bis der leer ist. Da verkaufen wir jetzt nicht unseren Kram noch mit rein. Ich bin gerade pleite gegangen in diesem Spielstand, weil ich 4000 in Miesen war, ohne Vorwarnung, dass ich noch einen Bankkredit oder sowas aufnehmen könnte oder dass ich mal einen Wein verkaufen soll oder so irgendwas. Ich hätte gerade zwei Weine in Verkauf gegeben, dann erklärt mich das Spiel hier für bankrott. Fand ich jetzt nicht so lustig, gebe ich offen zu. Hat mich ein bisschen in Rage versetzt. Weil ich hatte schon ziemlich viel gemacht und einiges erklärt. Unter anderem hatte ich mal darauf aufmerksam gemacht, dass man mir einen Kommentar geschrieben hat, ich soll doch das nächste Mal bitte Weine nehmen, die ich kenne. Dann ist das Spiel reizlos. Wenn ich alles perfekt kann von Anfang an, dann besteht keine Chance mehr, dass wir scheitern. Und wenn es keine Chance mehr besteht, dass wir scheitern, dann macht das Spiel keinen Reiz mehr. Deshalb bin ich froh, dass wir aktuell den Stand haben, dass wir eben nicht die Weine kennen. So, den hier schneiden wir mal eine Stufe runter. Und ich hoffe, dass das Werkzeug schnell wieder zur Verfügung steht, bevor der hier seine komplette Reife verliert. Was ist denn das jetzt hier für ein Dreckswetter? So, wir haben Juni. Es ist cloudy. Jetzt wird es clear. Wenn es clear wird und wir haben ein bisschen Laub drauf, sollte es eigentlich steigen hier mit der Reife. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Doch, es geht hoch. Es geht hoch. Cloudy geht es nicht hoch. Aber clear geht es hoch. Ich glaube, wir schneiden nochmal eine Stufe runter. Ich muss offen zugeben, ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass er mir verbrutzelt. Warum habe ich den denn nochmal eine Stufe runtergeschnitten? Da willst du, dass Reife reinkommt und dann brutzelt er dir weg. So, wir ernten, bevor er kaputt geht, der Wein. Oder er ist kaputt. Scheiße. Egal, hier haben wir einen schönen Wein zusammen. Mit dem experimentieren wir ja rum. So, wir könnten viel besser agieren, wenn wir solche Maschinen zur Verfügung hätten. Ja, wo wir 3 Tannins rein produzieren. Hier produzieren wir 2 Tannins rein und so weiter. Aber die Dinger kosten ja, wenn ich sie upgraden will, das wissen wir ja, 100.000. Und das Geld, ja gut, das Geld hätten wir aktuell. Aber ich gebe ganz offen zu, dann würde ich dann doch lieber was anderes upgraden von dem Geld. So, wir gucken hier nochmal. Hier sind wir leer gelaufen. Das ist sehr schön. Unseren Schrottwein können wir hier nämlich für 34,16 die Flasche verkaufen. Und das machen wir doch einfach mal. Weil der Großhändler gibt uns da irgendwie nur 3 Euro für oder so. Und ein bisschen was müssen wir ja noch verdienen. Wir wollen ja nicht pleite gehen.
So, jetzt kommt hier der tolle Fermentation-Prozess und ihr seht schon, das Maximum sind 2 Monate. Und das hier gibt keinen Punkt, 1 Punkt runter, 2 Punkte runter, 3 Punkte runter, 4 Punkte runter. Deshalb kommen wir bei Sweetness immer nur auf 6 bei dem, obwohl wir eigentlich was anderes wollen. Wobei, ich bin gerade mal am gucken, was habe ich da testen wollen? 767 wollte ich testen. Ich habe nämlich wieder die Liste gefunden und habe die auch offen. So, und was war bei dem? Da hatten wir 5, 3, 5, 4, was erfolgreich war. Wie weit können wir hier runter? Also ich würde sagen, 4 Sweetness, 3 Sweetness, 2, 1. Ne, komm, wir machen es so. 4 Sweetness, 3 Sweetness. Das hatten wir schon mal. Und das 2 Monate. Interessanterweise ist hier der Body bei 8. Es ist kein 10, 10, 10. Hatten wir auch schon. Ja, wir müssten vieles erforschen und vieles kaufen. Nur fehlt uns leider dafür momentan die Cola. Deshalb wird es Zeit, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Und ich hoffe, wir gehen da nicht wieder pleite. Das war so derbe in der letzten Folge. Es lief alles. Ich hatte gerade den Wein in den Verkauf gegeben. Da hätte ich die gleiche Kohle verdient, wie ich sie jetzt verdiene. Und der hat mich einfach vorher pleite gestellt, ja? Obwohl ich Geld verdient hätte. Ich hätte es ja verdient. Ich habe es ja jetzt auch verdient. Ein kurioses Spiel. Magst du, dass es noch sehr, sehr früh in irgendeiner Alpha-Version unterwegs ist? So, wir streben an bei diesem Wein die 7. Da haben wir schon ein Problem. Okay. Ich vermute, wenn ich dann noch Geld habe, werde ich das nächste Fass kaufen. Ich muss auf 8 kommen. Das wären in dem Fall 7 Punkte. 70% plus 1 sind 8. 8, 6, 10, 6. So, bei dem Wein hier, da wollen wir auf 5 kommen. Da habe ich das Richtige schon mal für. Aber mit 5, 3, 5, 4 hatten wir es noch nicht so richtig. Ich würde sagen, wir machen 5, 3, 6, 4 einfach daraus und machen das einfach so, wie es ist. So, und jetzt kommen wir zu dem tollen Fassthema. Das hier werden wir vermutlich direkt raushauen. Das wird gar nicht lange in einem Fass lagern, deshalb ist es hier egal, was wir nehmen. Aber hier würde ich ganz gerne die 10 auf 7 bringen. Und hier haben wir ein Fass, was hier oben 1 wegnimmt und hier unten 3 wegnimmt, wenn ich es anlogge. Und das kostet mich 100.000. Dann habe ich, glaube ich, aber kein Geld mehr. So, wir drücken Unlock und nehmen dieses Fass. Und ich glaube, ich gehe direkt mal auf die Bank und überlege, was ich hier an Kredit kriegen kann. Und das sind nur 13.000. Also ernsthaft 13.000? Oder habe ich einen Kredit laufen über das Geld? Ach, ich weiß es auch nicht. Wir warten einfach mal. Beziehungsweise, nee, wir warten nicht. Wir haben nämlich einen Wein, den wollen wir direkt rausholen. Nämlich den 536 Wein. Den wollen wir direkt botteln. Mit einem Schraubverschluss und dieser Flasche botteln. So, dann wollen wir den direkt verkosten, bevor er lange lagert. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns wirklich die Hardcore-Jungs hier oben geben sollen. Die uns wieder 0 Sterne geben oder ob wir es von unten probieren sollen. Nach dem Motto, geben die uns 5 Sterne. Probieren wir das nächste Mal mit dem gleichen Wein eins höher. Wir müssen mal ein bisschen weiterkommen, versteht ihr? Und die geben uns 2 Sterne. Gott, ist das ernüchternd.
Was mache ich falsch an dem Wein? Ich verstehe es nicht. Ich gehe hier immer weiter runter. So, 1320 kriegt der diesmal. Sind die anderen jetzt wieder verärgert? Ne, er ist nicht verärgert, die anderen glaube ich auch nicht, ne? Der Wein ist nämlich nicht so pralle. Und die kriegen den, wenn er denn seinen Monat gelagert hat. Wann ist denn endlich Januar? Na komm schon, spring um, Januar. Danke, wir haben auch noch 8000. Dann tun wir jetzt 767 bottlen und hoffen, dass wir damit jetzt mal einen richtig krassen Wein holen. Irgendjemand hat gesagt, 4,5 Sterne ist ja gut und schön, mach mal einen Korken rein, vielleicht ist das ein halber Stern. Okay. Lasst mir doch einfach die Ruhe, wirklich. Hier ist Geld, ja. So, Loan Amount. 3000. Sind das Maximum of your current renown multiplied? Also, okay. 2000, das ist da oben. 64.000. Müsste ich beantragen können, rein theoretisch. In wie vielen Jahren will ich das abbezahlen? A valid number soll ich eingeben. Keine Ahnung. 5. Was kann ich denn machen, wenn ich 10 nicht kann? 9 kann ich nicht. 8 kann ich nicht. Der Text darunter, das stimmt nicht. Ich habe keine Ahnung. Fünf geht. Okay, 5 Jahre, 64.000. Pro Monat ein Tausender. Na, wenn wir da ran machen, nicht pleite gehen. So, jetzt haben wir einen Kredit laufen über 73.000. Okay. Aber dieser Wein hier, wenn ich den jetzt bottle, das müsste doch was werden. So, wir nehmen die besten Tester, die wir haben. Yes! Ein 5-Sterne-Wein. Mit 767. Das muss ich mir notieren. 7677. Also das, was ich gesagt hatte, was possible ist, habe ich mir extra vermerkt in meiner Liste. Gibt mit Korken einen 5-Sterne-Wein. So, den verkaufen wir auch direkt. So, die nehmen Batzen ab, die da unten nehmen Batzen ab. Ich würde sagen, beide kriegen 1500, also jeweils die Hälfte. Und dann sollten die doch endlich mal wieder happy sein, oder sehe ich das falsch? Jawoll ja, und da werden sie auch wieder zu 5 Sterne. Und der hier gibt uns wieder freie Dinge, der hier gibt uns 5 Sterne, we buy wines for 10% more, also sprich, der zahlt uns 10% mehr. Der nimmt uns 100% der Flaschen ab. Bezahlt uns aber insgesamt sowieso mehr. Ist noch nicht ganz am Top-Limit, denke ich mal. So, jetzt müssen wir Kohle verdienen. Mit dem Wein, der draußen unterwegs ist. Die hier haben immer noch 540 Flaschen von unserer Scheißbrühe. Diese hier verkaufen. Dass uns das kein Renown kostet, sondern Renown bringt, wundert mich. Das bringt uns auch kein Renown. Wenn ich das richtig interpretiere, bringt es uns nichts, dass wir den Wein hier verkaufen. So, wir sollten langsam Plus machen. Tun wir aber nicht. Im Februar gibt es erstmal Regen. Habe ich nichts dagegen. Doch, wir machen Plus. Da ist eine 1 davor gekommen. 172.000. Ich würde sagen, Repay. Dann sind wir den Faktor schon mal los. Hat uns zwar jetzt mehr Geld gekostet, aber wir sind den Faktor schon mal los. Wenn wir jetzt weiter Geld verdienen, machen wir Plus.
Und wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Und wir haben endlich das bessere Fass zur Verfügung. Das heißt, beim nächsten Schwung... Oh ja, jetzt machen wir Cola. Beim nächsten Schwung gehen wir dann hin und holen uns wahrscheinlich auch noch die bessere Presse. Dann sind wir endlich frei in der Gestaltung unserer Weine. Ja, was ist denn hier los, Freunde der Nacht? Es regnet, ja. Super. Bin begeistert. Eigentlich bräuchte ich ja gar keine Panik machen. Wir haben Mai und stehen bei 1. Selbst wenn es noch weiter regnen würde, wir können ja nichts verlieren. Außer, dass wir diese Drecksfäulnis da wieder kriegen. So, und ab Juni wollen wir ein bisschen Reife da reinkriegen. Deshalb nehmen wir noch ein bisschen mehr Laub weg. Dass das Ganze mal ein bisschen steigen kann. Also ich habe bei dem Wein hier, bei dem Chardonnay, habe ich jetzt auch gar keine Angst mehr. Weil selbst wenn die verbrutzeln, das ist mir egal. Wir kriegen es hingebogen, dass es passt am Schluss. Versteht ihr? Nur wenn es verbrutzelt, wachsen halt keine Trauben mehr. Ich möchte ja so viel Trauben wie möglich, dass ich so viel Flaschen wie möglich kriege, dass ich so viel Geld verdienen kann wie möglich. Aber jetzt haben wir Glück, im August regnet's. Da brauchen wir erstmal nicht zu reagieren. Und da holen wir sie einfach rein. Und dann gehen sie uns auch nicht mehr hops. So, dann haben wir 787. Perfekto. Und der hier, der hat mal einen richtig guten Bonus gekriegt. 5, 6, 5, 5. Und der Bonus. Also ich bin mal gespannt, was wir da hinkriegen. 5, 3, 5, 4. Hatten wir mal eine einigermaßen gescheite Bewertung. Was zur Hölle ist da in der Nähe? Was irgendwie einen Sinn ergibt. So, 7, 6, 7. Dann würde ich sagen, 2 Punkte raus bei Sweetness und ja, kriegen wir schon hin. Passt. Genau wie hier. Crush it. So. Jetzt holen wir Sweetness raus. Wir müssen hier wieder auf 6 kommen. Also ein Punkt, zwei Punkte. Danke. Dann haben wir hier... Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. Ernsthaft, ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir so wenig Sweetness. Wir machen mal auf 4. So, dann kann das Ganze mal ein bisschen vor sich hin arbeiten, während wir hoffentlich noch ein bisschen Geld verdienen. Wie sieht's denn aus? Hier haben wir immer noch Flaschen auf Lager. Was sagt der Market? Da sind wir komplett leer und haben lauter Freunde. Das ist sehr gut. Also sollten jetzt gute Weine kommen, können wir entsprechend gut verdienen. Und es regnet. Aber wir haben keine Trauben mehr draußen, deshalb ist es uns egal. Gut, jetzt kommt der Moment. Wir müssen hier auf 7, wir sind bei 9. Wir müssen 2 Punkte runter. Wir sind hier bei 7, da reicht ein Punkt drauf. Dann haben wir 8 und 9 und nehmen das erste Fass einen Monat und dann sind wir bei 7, 6, 7. Kriegen wir dann 5-Sterne-Wein hin. Bei dem Wein sieht es ein bisschen anders aus. Da sind wir bei 5, 4. Da müssen wir auch einen Punkt rein, dass wir hier von den 7 runterkommen auf 5. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Passt. So, dann nehmen wir das Fass, was uns 2 Tannins rausnimmt. Das müsste hinhauen.
Und das Ganze ist im November eingelagert worden und müsste dann im Dezember so weit gereift sein, dass es genau passt. So, wir gehen in den Weinkeller. Wir arbeiten uns langsam vor. Keine Panik. Manche kriegen da immer Panik, wenn es nicht direkt so 100% läuft. So, 5, 4, 5, 5. Botteln. Den Verschluss. Das hier, los geht's. Das hier, 7, 6, 7, 7. Botteln. Korkverschluss. Das hier, botteln. Dann lassen wir testen. Einmal den hier. Ach komm, wir nehmen gleich die guten da hinten. Gleich die guten Jungs. 5 Sterne dabei. 5-Sterne-Tester dabei. Und sie sind sich alle einig, dass dieser Wein Dreck ist. Gut. Noch nicht mal die Bonussterne haben was geholfen. Oh Gott. So, dann holen wir uns unseren nächsten 5-Sterne-Tester, denke ich mal. Vorausgesetzt, der 5-Sterne-Tester gibt auch 5 Sterne. Und das tut er nicht, er gibt nur 4 Sterne. Wir sind hier noch nicht auf dem Optimum. Ja, die 4-Sterne-Tester, die geben 5 Sterne, aber der 5-Sterne-Tester gibt nur 4 Sterne. Wir müssen weiter am Wein feilen. So, So, kriegen wir das irgendwie wieder hin, dass die hier alle eine gute Beziehung zu uns wollen? Sie bleiben zumindest alle mal bei 5, das ist schon mal sehr gut. So, und davon haben wir 1560 Flaschen, 0 Sterne Wein. $4.11. Hier kriegen wir $38. Aber das dauert Jahre, bis wir die hier loswerden. Ist uns aber egal, glaube ich. Wir jubeln das hier freundlich durch. Geld werden wir jetzt eh vermutlich einiges machen. Und das ist auch gut so. Denn wir müssen auf Renown kommen und wir müssen viel Kohle haben, dass das Ganze hier weiterläuft. Und wenn nicht umgehen. Wir warten noch ab bis Februar, wenn die neue Wachstumsphase beginnt. Dann pausiere ich und sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weiter versuchen, unseren Sauvignon Blanc oder Blanc, wie auch immer. Ich hasse Französisch. Wenn wir versuchen, den weiter dahin zu trimmen, dass es passt. Ich habe irgendwo was gelesen. Irgendwas mit 6-4. Es hat mir jemand einen Kommentar geschrieben. Ich bin da ja kein Fan von. Ich will ja gar nicht gespoilert werden. Ich will das ja eigentlich selbst rauskriegen. Aber ich habe irgendwas mit 4, noch was Gramm Süße oder Säure und 4,2 Gramm Süße oder sowas gelesen. Was wir mal ausprobieren werden. Aber das hatten wir, 6,4,6 hatten wir ausprobiert, ne? Ja, mir gehen langsam so ein bisschen die Ideen aus. Ich gebe das offen zu, was diesen Sauvignon Blanc angeht. Wir werden überlegen, ob wir den einstampfen und dafür einen anderen Wein bauen. Mit dem ich garantierte 5 Sterne einfahre. Und dass wir hier mal ein bisschen Kohle kriegen. Dass wir uns noch auf die nächste Weinsorte spezialisieren können. Irgendwie. Naja, gut. Ich mach mal hier Schluss. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich mach mich mal schlau, was wir noch machen könnten bei den Sauvignon Blanc. Und
Oder Plonk, Plonk, Pla. Wie heißt das? Plonk heißt das, ne? Oder Pla. Plank. Egal. Plank Pain oder Plank Pon. Ist ja der Uhrenhersteller, ne? Plank. Ist egal. Ist es Französisch? Ich kann kein Französisch. Ich hau da immer nebendran, was die Betonung angeht. Kriegt irgendeiner, der das kann, kriegt wahrscheinlich Zustände, wenn ich das vorlese. Und ist egal. Ich mache jetzt hier Schluss. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Nächstes Mal, wenn es hier weitergeht, hoffe ich, habe ich ein paar mehr Infos. Und kann den Wein in die richtige Richtung triggern. Wobei wir mit dem ganzen Equipment, was wir uns jetzt langsam dazu kaufen könnten, sowieso mehr Optionen haben, diesen Wein in die Richtung zu biegen, wo wir ihn gern hätten. Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wo ich noch am Überlegen bin, ob ich wirklich cheaten will und gucken will, wie er geht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.